Reise in eine unbekannte Welt nach China. Das waren unvergessene Erlebnisse für uns. Noch deutlich habe ich die Schönheiten vom Volk der Mitte vor meinen Augen. Ich kann mich noch sehr gut an vieles erinnern. Doch ohne Geld kann man weder in Peking noch in Hongkong, auch bei uns nicht zu Hause, in den Omnibus steigen und losfahren wollen. Hören Sie nun die Reise nach China. In 1994 machten wir eine Studienreise nach China. Von Frankfurt aus ging es mit dem Flugzeug nach Peking. Wir waren auf dem riesigen Platz vom himmlischen Frieden und im Mausoleum Bimao. Der verbotene Stadt haben wir auch auf der Herner genommen. Der Sommerpalast, der Himmelstempel und noch vieles andere stand auf unserem Programm. Nach der Stadt Xi'an kommen die meisten Touristen. Dort hat man da erst in 1974 die Terrakotta-Armee entdeckt. Inzwischen sind 7000 Soldaten und Paare, aus Ton wohlgemerkt, aber alle in Lebensgröße aufgestellt. Jeder von den Tonmännern hat ein anderes Gesicht. Große Mure, die eigentlich Lange Mure heißt, zieht sich das ganze Land 6000 Kilometer lang bis hin zur Wüste Gobi. Wir sind mit dem Bus hingefahren. Ganz viele Lieder waren an, auf und neben der großen Mure, die so breit ist, dass 6 Paare nebeneinander Platz haben. Auch im schönen Shanghai sind wir gewesen und haben uns da in dieser hübschen Stadt alles angeguckt. In der Stadt Canton war ein ganz großer Markt die Attraktion. Da hätten aber unsere Tierschützer was zu tun. Affen, Hunde und auch Katzen wurden da zum Schlachten angeboten. Schlangen nicht zu vergessen. Mit dem Flugzeug ging es dann weiter nur Süden, nur Gulin. Und schon von Wiedem sahen und bewunderten wir die schönen Schattenberge. Eine Karstlandschaft, die für 300 Millionen Jahren entstanden ist. Und bei einer Bootsfahrt sahen die Berge dann mal grün, mal blau oder auch grau aus. Endlich kamen wir aber nach Hongkong, der Weltstadt mit über 5 Millionen Einwohnern. Diese Stadt ist eine Insel, rundherum Wasser. Und Verkehr ist da. Alle paar Minuten fährt eine Bahn oder ein Bus irgendwo hin. Abends wollten wir mal mit unserer Reiseleiterin nur Happy Valley fahren. Der richtige Bus kam. Ich bin drin und ich fuhr sofort ab. Gleich machte mich aber eine Frau darauf aufmerksam, dass die anderen von unserer Reisegruppe noch draußen standen. Ich war ganz alleine, nur in dem Bus, hatte nicht einen roten Pauscher bei mir und wusste auch keinen Bescheid. Was nun machen? Beim nächsten Halt bin ich einfach in den Russ. Als ich dann aber den nächsten Bus instichen wollte, wo alle anderen drinnen saßen, fuhr dieser gleich wieder, weil er nämlich besetzt war. So stand ich wieder alleine da. Dann bin ich in den nächsten Bus gemacht, der dann gekommen ist und den anderen einfach hinterhergefahren. Da ist doch zum Glück ein kleiner Unfall passiert. Alles musste anhalten, auch die beiden Busse. Nun bin ich aber gleich ausgestichen und nur den anderen Henne gelaufen. Mein Mann und ich waren froh, dass wir diese Episode so glücklich überstanden haben.